Einen wunderschönen guten nebligen Morgen. Heute ist Sonntag, der 1. Dezember 2019, erster Advent. Und ich gehe mal wieder zur Wahl, das dritte Mal in diesem Jahr. Ja, das erste Mal war ja die Europawahl. Und heute ist die Stichwahl zur Landratswahl 2019, Stendal. Ja, ich denke, die Wahl dürfte schon gelaufen sein. Heute geht es um dieser Autoverkehr am frühen Sonntagmorgen. Ja, heute geht es um Patrick Pullmann oder Herrn Wulfhänger von der CDU. Ja, Herr Pullmann von dem linken Bündnis hatte ja bei der ersten Landratswahl vor 3 Wochen schon fast die absolute Mehrheit geholt. Ja, der Herr Bausumer von der AfD ist schon rausgeflogen. Ich denke mal, der Pullmann wird das Rennen machen. Ja, in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen hat er massiv Werbung in den sozialen Medien gemacht. Ich habe mich immer gewundert, dass ich bei Facebook mehrmals täglich Videos von Herrn Pullmann gesehen habe. Naja, ich denke mal, Sympathie macht bei Landratswahlen deutlich mehr aus als die Parteizugehörigkeit. Und es zeigt sich ja immer, dass bei Kommunalwahlen alles ein bisschen anders läuft und anders gewählt wird als bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Ja, ich denke mal, Pullmann wird das Rennen machen und naja, wichtig ist, dass halt der Mensch von der CDU endlich mal beseitigt wird. Da werden mir sicherlich die meisten zustimmen nach dieser ganzen Wahlfälschungsaffäre und die ganzen Geschichten, die jetzt in den letzten Tagen nochmal in der Volksstimme dazu standen. Das war ja haarsträubend. Ist immer noch nicht richtig aufgeklärt, die Geschichte. Na gut. Ja, SPD-Kandidat wird Landrat für 7 Jahre. Ja, mit etwas Glück gibt es die SPD in 7 Jahren gar nicht mehr, wenn die nächste Landratswahl ist. Ich weiß es nicht, ist ja auch eine sterbende Partei, wenn man sich anschaut, was da gerade bei der Wahl der beiden SPD-Chefs rausgekommen ist. Das muss ja am nächsten Wochenende noch im SPD-Parteitag bestätigt werden. Ja, wird wohl die GroKo zerbrechen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Na gut. Heute keine Bundespolitik. Heute geht's wieder zum Wählen. Mal gucken, ob die schon da sind im Wahlbüro. Vor 3 Wochen haben sie auf die letzte Sekunde aufgemacht. Da sind sie gerade so mit dem Umräumen fertig geworden. Mal gucken, ob die Wahlurne richtig versiegelt ist. Ah ja, das ist mein Wahlbezirk. Ja, es ist schon Licht im Wahlbüro. Die Kantine hat auch auf. Als ich vor 3 Wochen hier war, da stand eine Küchenfrau mit in der Tür. Ich wollte schon fragen, kann ich jetzt hier noch frühstücken? Keine Ahnung, warum da sonntags die Küche auf ist. Vermutlich sind hier in dem Internat ein paar Jugendliche, die was zu essen haben wollen. Aber die stehen bestimmt nicht um 8 Uhr auf. Naja. Ja, die Wahlbeteiligung vor 3 Wochen war ja exorbitant niedrig. 36%. Ich denke mal, die wird heute noch mal ein Stück niedriger fallen. Ich tippe mal so auf unter 30%. Ja, die AfD-Wähler werden sowieso nicht mehr herkommen. Und das Interesse an der Landratswahl ist ja auch nicht so besonders groß. Dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Ah ja, da hängt wieder der Stimmzettel. Hey, die Tür geht von selber auf. Ich wollte den filmen. Was haben wir da? Patrick Pullmann, Christian Wulfhänger. Na gut. So, fertig. Ja, der Ansturm hält sich in Grenzen. Vor 3 Wochen waren noch einige Leute schon da morgens um 8 und bis jetzt ist noch keiner da. Im Wahlbüro war es auch ziemlich locker und gelöst. Da sah es nicht so stressig aus wie vor 3 Wochen. Ja. Mal schauen, was bei rauskommt. Für liberale Monarchisten wie mich ist es ja gar nicht so einfach, bei diesem Angebot von 2 Kommunalpolitikern das richtige Kreuz zu machen. Na gut, das soll es dann gewesen sein zur Stichwahl des Landrates 2019 in Stendal. Wir sehen uns wieder im Mai 2020 zur Bundestagswahl. Hoffen wir, dass die GroKo endlich mal zu Bruch geht und dieser Politbüro-Wahnsinn da in Berlin endlich beendet wird. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Na dann, wir sehen uns dann wahrscheinlich heute nochmal zu diversen Weihnachtsmärkten.